Wir sind hier in Lippetal-Lippurg im Westfalen, im südlichen Teil des Bistums Münster. Es ist ein Ortsteil mit 3200 Einwohnern, der sich 15 Kilometer nördlich von Soest befindet. Ja, das ist hier eine gotische Kirche, die nach vielen Jahren Bauzeit im Jahre 1889 fertiggestellt worden ist. Wir nutzen seit vielen Jahren eine Pfeifenorgel der Firma Speit, die bereits im Jahr 1938 erbaut wurde. Vor einigen Jahren kam der Wunsch auf, initiiert durch unseren Chor, nach einer Chororgel, die im Prinzip dann die Arbeit mit dem Chor erleichtert und vor allen Dingen aufgrund des biologischen Alters einiger Chormitglieder eben auch den Umfang oder umständlichen Aufgang zur Orgelbühne erspart. Wir suchten eine Orgel, die einmal finanziell ins Budget passt, die sich architektonisch schön in diesen restaurierten Kirchenraum einfügt und die natürlich von der Disposition in der Lage ist, den Chor zu begleiten und auf der anderen Seite aber auch den Gemeindegesang zu begleiten. Sie muss also auch kraftvoll sein, trotzdem auch schöne, weiche, warme Stimmen haben. Das waren eigentlich unsere Hauptkategorien und das noch zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, wir haben uns damals für die Johannesorgel Ecclesia 250 entschieden. Jetzt gar nicht als Konkurrenz zu unserer traditionellen Orgel, sondern ich sag mal als Ergänzung. Weil mit dieser Orgel haben wir eben auch noch andere stilistische Möglichkeiten. Aus dem Grund haben wir uns damals auch nochmal für das Soundpaket entschieden. Mit ein paar Streichern, mit einer Panflöte, mit einer Querflöte, was gerade, bei den Gemeindemitgliedern, so wie ich feststellen konnte, doch zu besonders schönen Assoziationen geführt hat. Ja, die Orgel verfügt über zwei Manuale mit 34 Registern und mit einem separaten Lautsprechersystem, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, aus 9 einzelnen Lautsprechern und einem Subwoofer. Der Klang fügt sich hier sehr harmonisch im Kirchenraum ein. Bin also damals schon, nachdem wir die Orgel gekauft haben, von einigen Gemeindemitgliedern angesprochen worden. Die haben zunächst überhaupt keinen klanglichen Unterschied festgestellt zwischen unserer traditionellen Orgel und dieser neuen Digitalorgel, weil die im Prinzip den Klang gar nicht genau orten konnten. Ja, der Klang ist mittlerweile durch die Weiterentwicklung der Digitaltechnik schon sehr realistisch geworden. Auch vom Anschlag, von der Traktur lässt sie sich wunderbar spielen. Ja, die Orgel ist schon eine sehr schöne Bereicherung zu unserer traditionellen Pfeifenorgel. Vor allen Dingen gerade, bei Messen, die so im kleineren Rahmen stattfinden. Sei es Andachten, sei es Totengebete, ist es sehr schön, weil man dann doch noch einen viel direkteren Kontakt zur Gemeinde auch hat, von hier unten im Altarraum. Ich bin mit der neuen Orgel sehr zufrieden, weil sie eben die musikalische Arbeit hier in unserer Kirche nicht nur verschönert, sondern eben auch noch erleichtert.